streifen und selbst nach Beute springen. An die großen Donnervögel werden sie sich bis dahin längst gewöhnt haben. Gut integriert sind auch die seltenen Schwarzkehlchen. Sie haben hier zahlreiche Brutbewegungen. Im Mai kehren die unter Naturschutz stehenden Neuntöter aus ihren Winterquartieren an den Flughafen zurück. Während andere Singvögel bereits Junge zu versorgen haben, beginnen sie jetzt erst mit der Balz. Stets treiben sich Rabenkrähen im Pistenbereich herum. Meist Junggesellen, die noch nicht geschlechtsreif sind oder keinen Partner gefunden haben. An den Flugverkehr gewöhnen sich die cleveren Schwarzröcke rasch, zählen sie doch zu den intelligentesten der Vogelwelt.